Was ich euch heute sagen werde, das klingt nahezu unglaublich, aber es ist wahr. Kein Fake, kein Trick, sondern es ist real. Guten Morgen, das Video müsst ihr unbedingt sehen und teilen. Es wird so viele Leben verändern. Es wurde eine Pflanze entdeckt, die innerhalb einer Woche zur vollen Verzehrreife heranwachsen kann. Eine Woche, keine Jahre wie bei Fruchtbäumen, keine Monate wie bei Tomaten und keine Wochen wie Radieschen, sondern innerhalb weniger Tage entfaltet sie das Maximum an Verzehrreife, also an Nährstoffen. Die klimatischen Verhältnisse sind auf der ganzen Welt zu bewerkstelligen und die Bodenverhältnisse sind nahezu egal. Sie ist die pflanzifizierte Ignoranz von grünen Daumen und Menschen, die sonst keine Pflanzen pflegen können, werden zu kleinen Gärtnern. Und das ist brillant. Dazu kann diese Pflanze Platz sparen und sogar in der Wohnung gezogen werden. Sie kommt auch nahezu ohne Sonnenschein aus. Es klingt tatsächlich absolut nicht möglich. Und ich weiß nicht, was die nächsten Wochen mit dieser Welt, die wir kennen, passieren wird. Es ist so schön, euch diese Pflanze vorstellen zu können, sie euch zu präsentieren, mit dem Wissen, dass sie nicht nur für euch und eure Freunde und eure Familie interessant ist, sondern dass alle Menschen auf dieser Welt sich ganz einfach gesund und vollwertig ernähren können. Und ja, diese Pflanze ist gemessen am Nährstoffgehalt auch noch sehr preiswert und enthält bis auf B12 alle, ich wiederhole mich, alle essentiellen Aminosäuren, alle Mineralstoffe und alle Vitamine. Vitamin D ist, wie ihr wisst, ein Hormon und entsprechend das natürlich nicht. Und mit 300 bis 400 Gramm dieser Pflanze deckt ihr euren gesamten Nährstoffbedarf. Nochmal, kein Sonnenlicht. Bodenverhältnisse so unbedeutend, dass ihr sogar in der Wohnung anbauen könnt. Nimmt nicht viel Platz weg, reift innerhalb einer Woche aus und sie ist pflegeleicht. Und um denen noch die ökologische Krone aufzusetzen, diese Pflanze verursachte keine Abfälle, die irgendwo entsorgt werden müssen. Bam! Ich habe selber kaum glauben können, bis ich sie selber angepflanzt habe und mit diesem Wissen, ja, wäre es meiner Meinung nach ein leichtes für jeden Menschen auf diesem Planeten, seine Nährstoffe zu decken. So denn dann das Allokationsproblem gelöst werden würde und jeder Zugang zu dieser Pflanze hat. Ich präsentiere euch heute nichts Geringeres als die Revolution der Menschheit, die Königin der Hoffnung und die Perle der Zukunft. Ich präsentiere euch die Pflanzensprosse. Kein Rumgejammer mehr, dass man keinen Garten hat, dass man keinen grünen Daumen hat, dass man kein Geld hat, dass man nicht so viel Zeit hat, dass man eine kleine Wohnung hat. All diese fadenscheinigen Ausreden, um sich ja nicht gesünder ernähren zu müssen, um in seiner Komfortzone zu verweilen, sind zu den Akten gelegt. Man kombiniert idealerweise ein paar Sprossenarten bezüglich der Nährstoffe, aber nur, dass ihr mal einen Ansatzpunkt habt. 1 Kilo Mungbohnensprossen gibt es bereits für 5 bis 7 Euro. Und die Nährwerte der fertigen Sprossen, ich habe es mal nachgemessen, das 11 bis 12-fache der gekauften Ware wiegen, also die Sprossen, also ein Sprossenkorn wiegt das 11 bis, also die fertige Sprosse wiegt das 11 bis 12-fache des Korns. Das sind für 5 bis 7 Euro ja, die Nährstoffe im prozentualen Promillebereich angesiedelt. Promille, also 1000%. Das bedeutet bei vielen Nährstoffen über 1000% der von der DGE als notwendig erachteten Menge. Für 5 bis 7 Euro. Und die Werte sind auch noch viel zu hoch, wie die Werte berechnet werden. Oben mein Video. Aber wo soll ich denn da meine Proteine herbekommen? Ne? Kommt dann. 1 Kilo Mungbohnensprossen für 5 bis 7 Euro hat 300 Gramm Protein, was selbst den fettesten und ungesündesten Bodybuilder sich weiter aufpumpen lässt. Zumindest so lange, bis er dann platzt. Das schwer zu bekommende Selen, wo man teure Paranöse kaufen muss und dann noch in der Qualität aus Südamerika, nicht aus China, weil die aus China keinen Selen gehalten haben, sondern nur die guten Böden aus Südamerika. Ne? 1 Kilo Mungbohnensprossen, was haben wir? 600%! Ne? Kalorien, ich will ja nicht nur von Sprossen leben, das geht ja nicht. Zack, 3000 Kalorien für 5 bis 7 Euro. Im Ernst, keiner muss 1 Kilo Mungbohnen Rohware verdrücken, das ist klar. Man kann wunderbar mit Alfalfa oder Linsensprossen kombinieren. Aber es ist für jeden möglich, für jeden gesund und rohköstlich zu leben. Ich bin es auch ein wenig leid, dass ich ja,
hier selbst für den Faulsten, für den Ärmsten und den Unbegabtesten am besten noch gleichermaßen ein gesundes und vollwertiges Nahrungspaket in Rohkostqualität kreieren soll. Aber es ist möglich, es ist trotzdem möglich. Das ist der Dümmste, der Faulste, der Ärmste. Kein Problem. In diesem Land ist es kein Problem, sich rohköstlich, gesund und vollwertig zu ernähren. Euch wird in diesem Land eine vollwertige, rohköstliche Ernährung geschenkt. Ihr müsst nicht mal was dafür tun. Es gibt hier keine Ausreden für einen Menschen, der sich gesund und rohköstlich ernähren will. Keine Argumente, die dagegen sprechen. Der letzte heilige Gral ist dann auch immer noch, ich vertrag's nicht. Es gibt hunderte Sprossenarten und ein Gewöhnungsprozess ist nun mal auch oft lästig. Aber wenn euer Körper vor die Wahl gestellt wird, daraus Nährstoffe zu extrahieren oder zu verhungern, indem ihr ihm also keine ungesunde Scheiße als Alternative auftischt, was denkt ihr, wie schnell sich euer Körper auf die Sprossen und auf die Sprossen und auf die Gräser einstellt? Na? Natürlich ist es eine Umgewöhnung, natürlich ist es auch eine Einschränkung des zumindest des wahrgenommenen Genuss. Ja, das sind dann auch die Gründe. Aber dann steht man auch dazu und sagt nicht, ich würde mich so gerne gesund ernähren, aber das geht nicht. Als einen der oben genannten Gründe. Sondern man sagt, ich möchte auf Kosten der Gesundheit etwas mehr wahrgenommene Freude haben. Das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Aber man muss bewusst dies erkennen und sich nicht in einer Opferhaltung suhlen, dass irgendetwas nicht möglich wäre. Das beste Buch, was es gibt, was um Sprossen und Gräser geht, das ist von Silke Leopold. Das habe ich euch unten nochmal verlinkt. Es gibt wirklich kein besseres Buch auf dem Markt. Und das mit Abstand. Das ist richtig geil. Also wenn ihr gesund leben wollt, dann meine Empfehlung, schnappt euch ein paar Sprossen und fangt einfach an. Mungbohnen, die sind total billig und total einfach. Fangt mit Mungbohnen an. Ganz, ganz einfach. Ich verlinke euch die Mungbohnen, die ich das letzte Mal bestellt habe. Ich bestelle mir immer relativ viel. Und du bekommst da lange hin. Du isst da kein 1 Kilo Mungbohnen. Nehmt das dazu. Ne? Macht es aber euch selber. Ist total einfach. Einfach kurz wässern und jeden Tag mit Wasser überschütten. Und das sickert dann unten durch, wenn ihr so ein Keimglas oder sowas habt. Und das war's. Und das tropft dann von automatisch ab. Ihr müsst kaum was machen. In 2-3 Tagen habt ihr richtig fertig gesprossen. Ohne Sonne, ohne Boden. Billig und nahrhaft. Schade, dass die Menschheit nicht so weit ist, das wirklich zu erkennen. Und so bleibt die Wunderpflanze, also die Pflanzensprosse, ein Exot auf deutschen Tellern. Nicht weil es nicht möglich wäre, die ganze Welt gesund zu ernähren oder sagen wir die ganzen Deutschen gesund zu ernähren. Nein, weil die Deutschen nicht wollen. Die Pflanze existiert, beziehungsweise die Pflanzensprosse. Das existiert, das Lebensmittel. Es wird nur nicht genommen. Ändert was, geht voran, probiert es aus, zeigt das Video euren Freunden, schmeißt mal wirklich ein paar selbstgezogene Sprossen einfach mit in den Salat rein oder entsaftet sie, macht dann dazu ein bisschen Stevia dran und fertig ist die super, super gesunde, süße Limo für das Kind. Ne? Nicht Ausreden suchen, machen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und jeden Tag die Möglichkeit haben wollt, euer Leben zu verbessern, hier oben ist der Knopf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Christian.